So, heute geht es mal um die PV-Anlage nochmal. Die haben wir jetzt endlich aufs Dach gemacht. Da würde ich euch gerne einfach nochmal zeigen, wie wir das gemacht haben. Und ja, mehr dazu nach dem Intro. So. Ja, also ihr kennt ja im Endeffekt schon mein Dashboard. Das sieht man auch ganz schön. Blau mein Stromverbrauch, orange die Erzeugnis, was die PV-Anlage, also was ich von der PV-Anlage verbraucht habe, und lila ist das, was ins Netz gegangen ist. Da erkennt man ganz gut, heute kurz nach 10 irgendwo haben wir angefangen und kurz nach 12 waren wir dann fertig. Ja, wie haben wir das schlussendlich gemacht? Also wir sind aufs Dach hoch, haben die Ziegel einfach nach oben weggeschoben, haben dann die Haken festgeschraubt hier direkt an den Lattungen vom Dach. Ich habe jetzt aber hier nochmal einen Klotz seitlich an den Balken, der hier drunter ist, rangeschraubt, weil eine Schraube war mir da ein wenig zu unsicher. Es soll gehen, aber ich bin da nochmal vorsichtig gegangen und habe das anständig festgemacht. Hier nochmal, also man sieht hier an der Seite, da an den Balken, der dahinter ist, und dann zwei Schrauben, die mit dabei waren. Habe ich das mit festgeschraubt. Genau, dann haben wir im Endeffekt hier sechs solche Haken dran gemacht, die Schienen drauf gesetzt. Hier die ganzen Ziegel haben wir hochgeschoben, dass wir auch hochkrabbeln können, weil es ist doch relativ steil mit 42 Grad. Genau, dann haben wir das erste Modul mit die Klemmen draufgeklemmt und hier bin ich dann durchs Dach rein mit dem Kabel, den Wechselrichter, da habe ich leider kein Foto gemacht. Ich wollte es eigentlich filmen, aber filmen war dann da oben doch ein bisschen schwierig und deswegen habe ich hier nur eine kleine Fotoreihe für euch. Genau, den habe ich hier unten am Modul festgeschraubt und bin dann hier mit dem Kabel rein. Genau, die ganzen Ziegel, die haben wir auch ein bisschen eingeflext, dass die Haken schön Luft haben. Genau, zweites Modul noch drauf. Und von unten sieht es dann schlussendlich so aus. Ja, genau. Das war schlussendlich eigentlich die ganze Installation. Gebraucht haben wir dafür nicht lange. Also in Summe vielleicht 3 Stunden mit dem ganzen Vorbereiten und und. Und ich musste die PV-Anlage, die war ja bei mir auf der Wiese gelegen, noch abbauen. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Also noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr im Dashboard seid, beim Energiedashboard, dann könnt ihr für eure PV-Anlage noch eine Prognose hinzufügen. Das habe ich jetzt dementsprechend auch angepasst, euren Breitengrad, Längengrad, und dann könnt ihr hier die Gradzahl, die Dachneigung von eurem Dach einstellen. Das habe ich dann mit 42 Grad gemacht. Die Gesamtleistung der Solarmodule habe ich auf 750 gesetzt. Der Wechselrichter, der kann nur 600. Das gibt man ja aber woanders an. Und das ist einfach nur rein für die Prognose. Die Prognose, die sieht man dann auch im Energiedashboard. Die ist hier jetzt so hinterlegt. Stimmt jetzt bei mir in dem Fall hier jetzt gerade noch nicht. Sollte jetzt aber mit dem 14-Uhr-Marker, der dann kurz nach 15 Uhr erscheint, dementsprechend wieder passen. Ja, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst gern ein Abo da. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Und dann, ja, gerne in die Kommentare eure Fragen. Kann ich dann beim nächsten Video auch mit drauf eingehen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.